Sebastian hat uns gefragt, wer sind eigentlich die Sorben? Tja, keine Ahnung. Und deswegen finden wir es jetzt heraus, und zwar in Bautzen. Aber nicht alleine, sondern mit Helena Büttner. Sie ist zweisprachig aufgewachsen. Mit ihrer Oma und dem Rest der Familie spricht sie Sorbisch. Die Oma hilft ihr heute in die sorbisch-katholische Tracht, die Helena an Festtagen anzieht. Auch die Musik, die ihr gerade hört, ist Sorbisch. Die Sorben sind ein slawischsprachiges Volk, das vor ca. 1400 Jahren nach Deutschland eingewandert ist. Die Obersorben in Sachsen und die Niedersorben in Brandenburg. Helena ist Obersorbin. Sonnenbrille darf ich jetzt nicht haben, oder? Die meisten Dokumentationen, die über Sorben laufen, sind so klischeehaft. Wir sind nicht nur das Volk, das Ostereier anmalen kann, und zu Ostern holen die Jungs ihre Pferde raus und schmücken das und reiten, und das ist es nicht. Ganz viele Obersorben sind auch Katholiken, also die meisten. Und Religion ist für uns, die katholische Religion ist sehr wichtig. Die meisten stehen der Ehe, glaube ich, relativ offen gegenüber. Also eher so ein traditionelleres Verständnis von Liebe? Das auch, ja. Okay. Dankbarkeit. Und auch, wir müssen uns ja auch bewusst sein, dass wir eben nur, ich sagte ja schon mal, ungefähr 60.000 gibt es noch von uns. Und ich schätze mal, ca. 20.000 davon sprechen wirklich noch die Sprache. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Und dagegen auch irgendwie gegensteuern, dass wir eben weiter bestehen bleiben. So, hier seht ihr zum Beispiel die Kruzifixe. Die sind ganz auch, finde ich, sehr typisch für unsere sorbischen Dörfer. Wurden auch vor ein paar Jahren beschmiert und beschmutzt. Von wem kann man jetzt natürlich nicht so ganz sagen. Die Polizei hat natürlich nachgeforscht, aber es ist schwierig, solche herauszufinden. Hast du denn eine Vermutung, wer das war? Naja, sicherlich Leute, die eben antisorbisch eingestellt sind, würde ich das jetzt mal so bezeichnen. Ja. Im Nationalsozialismus wurden die Sorben verfolgt. Heute sind sie gesetzlich besonders geschützt. Der Bund und die Länder Sachsen und Brandenburg geben jährlich rund 18 Millionen Euro dafür aus, dass die Kultur der Sorben in Deutschland erhalten bleibt. Ein Teil dieses Geldes landet im Deutsch-Sorbischen Theater in Bautzen. Hier macht Helena gerade ein Praxisjahr. Im Keller des Theaters liegen sorbische Sagenfiguren, die sie uns zeigen will. Zum Beispiel die Mittagsfrau. Ist die eher böse oder eher gut? Die ist eigentlich eher böse. Ah. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwie damit zusammengehangen hat, dass man pünktlich um 12 mit der Feldarbeit früher aufhören sollte, um die Mittagsruhe eben einzuhalten. Und wenn nicht, dann kam sie mit ihrem Sichel. Okay, ja, da hätten wir beide, glaube ich, schon ganz schön oft Ärger bekommen, Steffi. Ah, Bühne heißt, wie heißt es? Jewischto. Jewischto. Fast. Gerade durch das Theater kann man sich ja ausdrücken. Und dass es wichtig ist, gerade für uns Sorben, dass wir unsere Sprache hier auch leben können und sprechen können. Wir wollen lernen, was Wir sind Crowdspondent, eure persönlichen Reporter, auf Sorbisch heißt. Bayou. Wasserbinske. Reportotze. 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 Kannst du es bitte nochmal sagen? Mois moi Crowdspondent. Vayu. Wasserbinske. Reportotze.
Das klang, glaube ich, ganz gut. Ja. Viele kennen sich eben untereinander. Das ist ein sehr schönes Zusammengehörigkeitsgefühl, das man, glaube ich, als Deutscher vielleicht nicht so empfinden kann. Also sicherlich jetzt gerade, wo WM war, hatte man natürlich auch sicherlich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber bei uns Sorben ist es, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter, weil wir eben eine Minderheit sind und nicht so viele.